Ich bin Carsten in Mahl. Und wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr mich heute gerne ein Stück begleiten. Ja, hallo nochmal. Ich bin heute im Raum Recklinghausen unterwegs. Bin zu Hause in Mahl gestartet. Und zwar suche ich ja immer noch eine Tour, die die Radtrassen hier um Recklinghausen vernünftig miteinander verbindet, ohne dass man ständig auf Straßen fährt oder auf stark befahrenen Straßen fährt. Na, was ist denn hier los? Ah, bin an der Molbeck. Ja, wie gesagt, auf der Suche nach einer vernünftigen Radrunde halt über diese Trassen. Ja, und es sieht so aus, als hätte ich bei Komoot was Passendes gefunden. Und diesen Track habe ich jetzt gerade runtergeladen und will ich jetzt mal ausprobieren. Ja, wenn ihr Lust habt, dann bleibt ihr dran und kommt mit. Gerade habe ich die A43 überquert und jetzt wird es durch die Ried Richtung Herten gehen. Jetzt geht es hier ein kleines Stück über den Golfplatz. Da vorne stand ein Schild, wo vor fliegenden Golfbällen gewarnt wird. Na ja, gut, dass ich einen Helm auf habe, wa? Ja, gerade ging es die ganze Zeit am Stadtrand entlang von Herten. Jetzt geht es in die Stadt rein, aber nur bis zur Radtrasse. Und das ist von hier aus auch nicht mehr weit. So, und bei Herten Langenbochum geht es dann auf die erste Bahntrasse. Ja, hier bin ich ja schon mit euch lang gefahren. Oh, der Weg nach hier hin, der war auf jeden Fall schon mal ganz okay. Auf jeden Fall für eine Radtour würdig. Aber wir haben es heute Freitag, mein letzter Urlaubstag. Schönes Wetter. Klar, dass ich da raus bin.
Jetzt bin ich ja schon sehr oft hier diese Trasse gefahren und mir fällt gerade ums Verrecken nicht ein, wie die heißt. Ewald-Trasse? Ich weiß es nicht mehr. Na egal. Hauptsache schön. So, und jetzt bin ich mal gespannt, wie es gleich weitergeht. Wie es durch Recklinghausen durchgeht. Weil das ist immer so mein Rätsel, wie man von da vernünftig weiterkommt. Aber gucken wir mal. So, jetzt bin ich aber wirklich auf versteckten Wegen hier auf diese Radtrasse gekommen. Ich weiß es nicht genau, aber ich meine, müsste dann jetzt auch die König Ludwig sein. Auf jeden Fall bin ich das Stück hier, glaube ich, auch noch nicht gefahren. Ja, ist richtig. Da vorne stand ein Schild. König Ludwig Trasse. Ist auf jeden Fall besser als die alte Strecke, die ich kenne, oder die andere Strecke, die ich kenne. Ja, hier läuft die Karte nicht hundertprozentig überein mit dem Track. Naja, deshalb ist das Navi ein bisschen am Meckern. Aber irgendwann wird es wieder passen. Ja, ungefähr die Hälfte der Strecke habe ich rum. Hier ist ein schöner Pausenplatz. Dann werde ich jetzt mal einen Riegel essen. Ist ja keine große Tour, von daher habe ich nicht viel mit. So, ich glaube, dass ich da hinten am Ende der König-Ludwig-Trasse bin. Kann aber auch sein, dass sie noch weitergeht, aber ich meine, ich bin da am vorläufigen Ende. Also noch ist die Trasse nicht zu Ende. So, hier ist die Trasse zu Ende. Ich werde jetzt auch den Track verlassen. Oder nur kurz. Weil, so wie ich es gesehen habe, komme ich irgendwie von hier aber auch auf dem Radweg wieder zum Originaltrack zurück. Probiere ich jetzt einfach mal aus. Ja, ich glaube, ich habe hier eine ganz schöne Alternative sogar gefunden. Macht die Tour ein bisschen runder. Aha, jetzt bin ich wieder in Horneburg rausgekommen. Schauen wir mal, wie es weitergeht zurück. Ja, jetzt bin ich hier auf einer meiner Lieblingsbahntrassen. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt einen speziellen Radweg hat, speziellen Namen hat. Zwischen Recklinghausen-Suderwich und Erkenschwick. Hier fahre ich immer sehr gerne lang. Aber ich glaube, diese Zechenbahn, die ist auch schon sehr, sehr lange stillgelegt. Normalerweise würde ich rechts um die Halde rumfahren, aber hier der Weg geht links rum, bin ich auch noch nicht gewesen, ist in Ordnung. Also dem Weg am Silbertbach vorbei oder zwischen Silbertbach und Halde. Ja, was soll ich sagen, die Tour ist besser als die letzte Tour, wo es um die Bahntrassen ging. So, jetzt bin ich wieder
da, wo ich gestartet bin, auf dem Vaterunser-Weg, aber immer noch nicht perfekt. Aber ich denke mal, das wird auch gar nicht gehen. Also ein bisschen muss man schon durch Recklinghausen fahren und jetzt zum Schluss ging es noch ein Stück durch Erkenschwick durch. Ich glaube, das lässt sich so ganz gar nicht vermeiden. Ja, nichtsdestotrotz habe ich Spaß gehabt heute. Ich denke mal, morgen werde ich mich auch noch mal aufs Rad setzen. Soll ja morgen auch noch mal schön sein. Aber da weiß ich noch gar nicht, wo ich hin will mit dem Rad. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und dann sage ich Tschüss. Bis zum nächsten Mal.